Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 8.8.2019. Also ich melde mich ein bisschen später. Ich hatte bereits schon eine Klangschallenmassage. Also ich kann dir auch gerne zeigen hier die Liege. Also wenn du auch eventuell zu Klangschallenmassage kommen möchtest. Bist du hier herzlich willkommen? Und heute, also am 8.8. mittags, nehme ich dieses spontane Video auf, diese Zigeunerkartenlegung. Und ich habe heute auch meine neue Kamera dabei, die ich auch natürlich mit meinem Smartphone verkoppelt habe, da jetzt auch die Bildqualität oder der Ton auch besser sein sollte, also dass es in einer höheren Auflösung für dich da ist. Also ich hoffe, das gefällt dir. Wenn das der Fall ist, freue ich mich über ein Like. Da könnt ihr mir auch ein Zeichen geben, wenn euch dieses Video gefallen hat, ja oder nein. Bevor wir mit den Kartenlegen beginnen oder mit den Mischen beginnen, ist ja auch für die Liebe, also eine Liebeslegung, Zigeunerlegung, die du auch von mir kennst, bitte ich dich, dass du dich auf deine jetzige Situation einstimmst. Sei es jetzt, dass du in eine bestehende Partnerschaft bist, in eine Seelenverbindung, also Dualseele, Seelenpartner, Zwillingsflamme oder einfach ein Wunschpartner oder ein Herzensmensch. Ich nenne dieses Video Liebeslegung mit Zigeunerkarten, die ihr auch kennt, eine klassische Kartendeck hier, also die Zigeunerkarten, da steht doch sogar noch Ungarisch unten drunter drauf. Und es gibt ja keine Zufälle, aber irgendwie habe ich hier die feste Partnerschaft, denn den Heirat, die Hasarschark heißt das, Heirat, habe ich jetzt gerade unten. Und da war ich jetzt selber sehr, sehr überrascht darüber. Schließe deine Augen und tauche einfach in der Energie der Kristallschale ein und sende mir deine Gedanken zu. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und du bist bereit für die Legung. Dazu drehe ich natürlich auch den Blickwinkel so, dass du alles wunderbar im Blick hast, dass du alles sehen kannst. So, dann sende mir bitte deine Gedanken zu, während ich die Karten mische. Warum geht es hier? Was wollen die Karten dir zu dem jetzigen Zeitpunkt auch mitteilen, was wollen sie dir mit auf den Weg geben? Das ist natürlich eine allgemeine Legung. Und wenn das jetzt nicht passen sollte auf dich eventuell, ja, da kannst du ja natürlich auch eine persönliche Beratung bei mir buchen. Und diesmal für alle Karten, also als Sommer-Special-Angebot oder Spezialangebot, also bis 21. September, bis halt auch der Sommer dauert, kosten alle Beratungen in kürzere Variante, also mit 45 Minuten, kosten die dann 81 €, ob du jetzt die Zigeunerkarten wählst, ob du die Kipperkarten wählst oder auch die Skatkarten, ja? Warum geht es jetzt hier? Was ist denn überhaupt gefallen? Also in erster Linie ist die Krankheit gefallen, also es kränkelt etwas. Entweder hast du noch eine Beziehung, wo es drin kränkelt, ja, vielleicht auch wegen dem Geld habt ihr da so ein bisschen Unstimmigkeiten oder ja, dass ihr da vielleicht auch deswegen so ein bisschen ja in eure Beziehung, dass es nicht so gut läuft, wie du dir das wünschen würdest, dass das auch eventuell ein Thema ist. Es geht aber auch um Großem und Ganzen, dass du in eine Stabilität kommst. Es kann auch sein, dass hier auch Eifersucht eine Rolle in der Verbindung spielt und
Ja, also in der Öffentlichkeit offiziell. Und also hier, einer von euch beiden hat eine sehr, sehr starke Hoffnung, oder es geht allgemein darum, die Hoffnung nicht zu verlieren, also beständig zu bleiben, dass man an diese Verbindung festhält, dass man an diese Verbindung glaubt. Solltest du jetzt in eine Wunschpartner-Verbindung sein oder Seelenpartner-Verbindung sein, also es geht wirklich darum, dass du hier wirklich, also wie feste Partnerschaft, vielleicht macht dich diese Verbindung auch schon krank oder raubt dir die Kraft oder kostet dir viel Kraft. Oder aber auch ist hier jemand noch in der Partnerschaft wegen dem Geldes wegen. Also das kann hier auch eine Rolle spielen. Oder also es ist hier in dieser Verbindung allgemein keine Fülle, sondern ein Mangel, weil das kränkelt das Ganze. Also ist noch nicht in der Erfüllung diese Verbindungen. Es geht wirklich darum, in der Stabilität zu kommen. Da fehlt der zweite Schwan. Diese Misstrauen und diese negative Gefühle, Eifersucht, all das wirklich im Außen loszulassen, den Hoffnung und Zuversicht, das ein bisschen zu verstärken, dass es in der Beständigkeit gehen kann. So. So, die Engel sagen, ja, also ich kann die Karten auslegen und schau mal, hier kommt wieder die Hoffnung. Also, die Hoffnung sollst du natürlich sollst du nicht verlieren. Es kommen hier Nachrichten, falls du wirklich in einer Wunschpartnerschaft oder Seelenpartnerschaft dich befindest. Also, du hoffst auf Nachrichten, ist der Diebstahl, der Verlust geht raus. Also, ja, auch wenn das jetzt hier Verlust da ist, also es kann auch sein, dass die Verlustängste da sind oder die negativen Gedanken, dass ja, dass etwas verloren gehen könnte oder dass du bestohlen werden könntest, deine Gefühle nicht erwidert werden könnten, gehen in Verlust. Das sagen die Engel. Und ich lege jetzt die Karten einfach aus. Die Engel sind bereit und schauen wir einfach, was die Karten einfach für dich sagen. So, ich hoffe, das gefällt dir gut mit dieser Kamera. Wenn das der Fall ist, werde ich das auch öfter hier auch so machen. Natürlich siehst du das jetzt vielleicht von einem anderen Blickwinkel. Ja. Werde ich auch so einstellen, dass du alles gut sehen kannst. Ja. Und das sind ja hier jetzt in dem Fall 36 Karten. Also das sind dann halt 9 Karten in der Reihe. Und ich deute die Karten intuitiv. Also ich bin keine typische Kartenlegerin. Ich bin Medium seit 7 Jahren. Und wie bin ich dazu gekommen? Durch einen persönlichen Schicksalsschlag, dass ich jemand ganz, ganz, ganz lieben verloren habe, wo ich eine sehr, sehr starke innige Verbindung hatte mit dem jemand, mit der Seele, und dadurch, dass ich diese Trauer so verarbeitet habe, dadurch bin ich zu einem Medium gekommen, und das hat mich so überrascht, dass es so tiefe Gefühle bei mir ausgelöst hat, dass ich das auflösen konnte, annehmen konnte, viele Dinge. Und dann habe ich gefragt, kann man das auch lernen? Ich war immer schon für die Spiritualität offen, und da bin ich so, so dankbar dafür, dass ich so diesen Zugang zum geistigen Weg, geistigen Welt dadurch geöffnet bekam. Und dass auch hier die Informationen, die runterkommen, das sind die Karten, aber es ist meine Intuition, meine Anbindung, wo die Informationen auch hier durchfließen. Also diesmal jetzt in den Karten gibt es eine Veränderung. Vielleicht ist das für eine andere Seelengruppe, für andere Zuschauer, die jetzt gerade zuschauen, wie jetzt eben in den Skatkarten. Ich sehe hier schon den Herzensmenschen, den Seelenpartner oder den Partner, der also ziemlich in seine Kraft ist,
der ziemlich weiß, was er will, ziemlich starke Gefühle für dich hat auch und ist auch mit dir in eine Lebenslinie. Also in erster Linie geht es wirklich darum, dass du sehr viel darüber nachdenkst, ob der dich besucht, dein Gegenüber, ob der dich besucht, ob es ein Treffen stattfindet. Allerdings auf der unbewussten Ebene hast du auch Angst, dass es so ein bisschen mit viel Ärger verbunden werden könnte. Also dass da auch wirklich, dass es viel Ärger mit sich ziehen würde. Und das befürchtet auch dein Herzensmensch. Oder wenn du jetzt noch einen Partner hast, das kann auch jetzt deuten, was für dich jetzt gerade passt, in welche Konstellation du dich gerade befindest. Ich nehme hier deinen Partner schon wahr, dass er sehr viele Gefühle für dich hat, aber der ist nicht geerdet. Also der steht Kopf, der ist wirklich nicht geerdet und dadurch kann der so sein Vorhaben oder seine Gefühle so nicht richtig manifestieren, nicht richtig in Umsetzung bringen. Da ist auch wirklich der Ärger, Verdruss hier auch jetzt mit ihm und das auch irgendwie ständig in sein Leben. Also er zieht regelrecht sowas an und da wäre jetzt wirklich eine Zeit, dass er etwas ins Gleichgewicht kommt mit deinem also Herzensmenschen, auch bei ihm in seinem Leben, auch wenn er jetzt hier Gefühle hat, der denkt auch an Besuch oder an Treffen einfach, dass er vielleicht etwas Schönes macht oder gemeinsam etwas macht. Und bei dir nehme ich wahr, dass du zwar so ein bisschen deinen Kopf wegdrehst, aber dass du trotzdem dieses Mangelgefühl loslässt immer mehr und das ist halt diese Seelenverbindung oder diese von der geistigen Welt auf der Seelenebene kommt, dass du immer mehr in diese Füllebewusstsein gehst, also ist auch hier die Fülle, dass du halt diese Mangelgefühl einfach loslässt. Wo du momentan noch deinen Blick richtest, das kannst du aber auch gerne verändern. Du schaust wirklich auf der bewussten Ebene, du schaust wirklich hier rein, also in den Unglück hinein. Also du denkst, oh, ist alles so unglücklich und also irgendwie, ich bin in der Liebe unglücklich. Vielleicht richtest du wirklich zu sehr deinen Fokus da, was du nicht hast, was nicht gut läuft, dass du das so ein bisschen veränderst. Hier ist auch der Feind, vielleicht nimmst du auch alles so ein bisschen persönlich, wenn dein Gegenüber dir etwas mitteilt oder vielleicht auch teilweise auch so ein bisschen missverständlicher. Geh halt einfach in diese Freudegefühl und freue dich über die kleinen Dinge und richte deinen Fokus anders. Auf der unbewussten Ebene, das hat dich ja sehr geprägt, diese ganze Ärger, also dieses Eifersucht und diese Krankheit, also über eure Beziehungsreise oder eure Reise der Verbindung, also so euer Weg, solange das auch schon miteinander besteht. Also es geht wirklich darum, dass dich das auch sehr geprägt hat. Das kann auch sein, dass es auch karmisch hier ist, eure Reise, gemeinsame Reise, dass es schon viel, viel Negatives war und da hast du das einfach in deinem Unterbewusstsein. Und wenn das in deinem Unterbewusstsein ist, wie kannst du das lösen? Das kannst du gar nicht bewusst lösen. Egal was du machst, kannst du gar nicht lösen. Das können die wenigsten, weil unser Unterbewusstsein die 95% unseres Gehirns ausmachen. Ja, wir nutzen nur 5% bewusst. Was du da machen kannst, natürlich kannst du das wunderbar in eine Blockadenlösung mit Hypnose machen, weil da arbeitet wirklich dein Unterbewusstsein und da kannst du das loslassen. Dein Gegenüber, wo schaut er hin? Wo schaut er hin? Also das finde ich spannend. Er schaut schon auf dieses gegenseitig was unternehmen, das Besuch hier mit großem Glück und auch seine Sehnsüchte zu stellen, also sein Verlangen zu stellen. Also seine Seele sehnt sich nach diesem
geborgene Verbindung, diese Nähe, diese, ja, nach der zweiten Hälfte einfach, nach dieser Fröhlichkeit, dass seine Seele singen kann, fröhlich sein kann. Ja, danach sehnt er sich aber. Schau dir alle Karten an. Alle Karten stehen hier Kopf. Also das heißt, danach sehnt er sich, aber kann er gar nicht so richtig umsetzen. Warum kann er das nicht umsetzen? Weil er halt einfach nicht geerdet ist, nicht richtig in seine Kraft ist, nicht richtig geerdet ist jetzt. Ja, also da muss er noch wirklich an sich arbeiten. Im Grunde, im Herzen ist er dir auch wirklich treu. Also da ist er dir auch treu, ein kleines Fusselchen. Also da ist er dir auch wirklich treu über das Leben hinaus, ja. Und also auf der unbewussten Ebene weißt du schon, dass du, ja, auch hier wieder die Witwe kann auch jetzt so auf diese Seelenverbindung oder auch auf das frühere Leben hindeuten, dass du ein Geschenk bist und dass du hier eine heilende Botschaft für ihn mitbringst, dass du hier auch mit deiner Seele diese Botschaften, die du zu ihm sendest, also wieder in der Heilung bringen, ja. So, und ja, das ist ihm auf dem unbewussten Ebene auch wirklich bewusst und das ist doch wirklich schön. Wo schaust du jetzt mal hin? Ich schau mal, wo du gerade hinschaust. Also, was ich so ein bisschen, ja, also ich sagte schon bereits, du kommst aus diesem Mangeldenken, gehst du voll in der Fülle für diese Verbindung, das gefällt mir. Vielleicht auch schaust du jetzt gerade mein Orakel und passt es gerade für dich und sagst, ja, du hast schon irgendwie recht, ich muss meine Gedanken, meine Ausrichtung hier ein Stück weit verändern, so im Außen, damit ich in der Stabilität komme. Das kann auch durchaus stimmen, dass du sagst, ich muss da was verändern, ich richte meinen Fokus nicht darauf, was ich nicht habe, sondern was ich alles durch diese Verbindung habe oder was mein Partner auch alles Gutes hat, also durch diese Verbindung, dadurch stärke ich, nähre ich diese Verbindung. Und dein Gegenüber, wo schaut er denn wieder hin? Ja, also Beständigkeit, also weiß ja schon, dass es halt eine beständige Beziehung ist, dass es auch wirklich eine Beziehung ist, was, ja, wie soll ich das einfach sagen, beständige Beziehung, ja, so eine Bestimmung zwischen euch ist, so eine Bestimmung, ja, das bleibt eine bleibende Verbindung, das bleibt. Und da hat er auch die Hoffnung, dass es auch mit euch bleibt. Und also in seinem Gedanken hat er auch, dass er dir halt auch immer wieder irgendwie mit einem Brief zukommt oder mit Nachrichten zukommt, sonst könntest du verloren gehen oder könntest du dich entfernen, wenn er mit dir nicht kommuniziert oder nicht über die Gefühle redet. Also es steht Kopf. Also das heißt, also, dass auch teilweise auch diese Ängste so in Verlust gehen, also dass du verloren gehen könntest oder er lässt das so ein bisschen los. Und mit den Nachrichten, wenn die auf Kopf stehen, dann ist das, dann könnte das noch was dauern. So, und wie geht es weiter? Also, wie geht es mit euch beiden weiter? Ja, also bei dir steht hier der Geistliche, also es ist eine spirituelle Verbindung und du schaust auch hier wirklich sehnsuchtsvoll, schaust du hier sehnsuchtsvoll schaust du auch in diese Verbindung, in diese Seelenpartnerschaft, falls das jetzt dazwischen euch ist. Und du möchtest auch nicht, dass es irgendwie was falsch läuft. Also du machst dir viele Gedanken, dass etwas im Verlust gehen könnte. Da machst du dir einfach zu viele Gedanken. Wenn du jetzt noch in einer Beziehung dich befinden solltest, ja, was auch sein kann, dass du sagst, du befindest dich hier noch mit einem Partner in Beziehung und er befindet sich noch mit einer anderen Partnerin in Beziehung, deutlich jetzt auch so, dann machst du dir Gedanken, dass
hoffentlich hast du Sehnsucht zwar nach deinem anderen Hälfte, aber du machst dir viel Gedanken, ist das falsch? Vielleicht verliere ich dadurch meine bestehende Partnerschaft. Kann das auch natürlich bedeuten. So, bei deinem Gegenüber, was denkt er denn und wie geht es denn bei dem weiter? Also es ist, die Traurigkeit ist da. Aber ich nehme das auch so ein bisschen wahr, dass da auch, falls eine Partnerin da ist, dass da auch die Traurigkeit da ist. Und dass hier im Außen etwas ins Gleichgewicht gebracht werden sollte. Es sollte etwas transformiert werden, damit hier irgendein Neuanfang auch stattfinden kann. Der Neuanfang steht allerdings auch Kopf. Also das ist dann auch so. Das dauert noch, ist noch nicht so richtig unter einem guten Stern. Also ich würde hier sagen, ob das jetzt dein Partner, Seelenpartner oder Wunschpartner ist, also er muss wirklich hier so aus diesen Position in diese gehen. Also dass er sagt so, ich erde mich, ich weiß, was ich will und ich stehe zu mir, ich arbeite an mir. Das würde das Ganze dann, oh, Entschuldigung, ich habe meine Ringe ausgezogen, würde das Ganze halt auch bewirken, ja, wenn der mehr bei sich dann ankommt. Also ich zähle jetzt die Karten einfach aus, ja. So, du bist gar nicht mehr da im Bild. So, dann lege ich 3 auf deinen Seelenpartner, dann lege ich 2 auf die Liebe. Dann lege ich auf dieses Neuanfang zwischen deinem Seelenpartner. Nachrichten sind auch nicht da. Aber schaut hier in dieses Glück. In dieses Glück und in der Stabilität. Dann beginne ich jetzt mit deinem Seelenpartner. So, also, und schau mal, da steht auch wieder Kopf. Also seine Gedanken, möchte mit dir schöne Momente verbringen, etwas unternehmen. Natürlich hat er auch Hoffnung, aber ja, ist noch nicht so richtig sortiert. Du kannst ihm auch wirklich heute energetisch bei diesem Löwe-Portal auch wunderbar unterstützen. Hier das größte Glück ist, sind die Nachrichten, allerdings auch Kopf. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, ja? So, auf die Liebe. Ja, dass es eine Seelenliebe ist und dass es auch schon in diese offizielle Variante auch rübergeht, dass ihr das auch öffentlich leben könnt. Ja, es wird auch eine öffentlich gelebte Liebe sein. Also in der Stabilität wirst du kommen. Das ist schon durchaus positiv. Du wirst in deine Stabilität kommen. Und für den Neuanfang kommt zwar die Traurigkeit, aber die geistige Welt, vielleicht auch die Engel Stück weit, werden diesen Neuanfang auch unterstützen, auch wenn das jetzt so noch so traurige Phasen hat. Also diese traurige Phasen haben hier auch was mit der Liebe zu tun. Schau mal, sie hält da eine Rose. Ich halte es mal in der Kamera, ja? Also das war jetzt die Legung. Die Zigeunerlegung, ich würde gerne das Ganze noch ja, eine schöne Karte beenden. Ich überlege gerade, welche, da ich immer so spontan bin, wähle ich ganz, ganz spontan die Karten auch aus. Ich habe zwar nicht alle hier dabei. So, und natürlich, wenn dich das anspricht mit der Energiearbeit, heute wirklich Unendlichkeit, also die 8 steht für die Unendlichkeit, 8, 8, Löwe-Portal,
für Kraft. Also du kannst Kraft, Stärke, Mut, alles manifestieren. Jetzt eine für Seelenpartner. Eine Karte und eine für dich. Und die Energiearbeit, also mit Reiki Groß und Licht gerade, das ist schon, ne, also sehr, sehr stark. Also für euch beide kannst du gerne daran teilnehmen. Ich habe bewusst heute 88,88 €. Also das sind bewusst die Zahlen gewählt, auch wenn es für mich jetzt richtig wieder Arbeit ist, das wirklich mit Umsatzsteuer umzurechnen. Aber ich finde 88,88 €, also für euch beide, dass diese Liebe endlich in der Fülle geht, nicht in diesem Mangel, in der Fülle. Was verbindet euch? Die Freiheit, da steht auch Kopf, findet die Brücke zwischen Nähe und Distanz. Also da habt ihr noch so ein bisschen beide ein Thema damit, also Nähe und Distanz gleichzeitig zuzulassen, ist manchmal gar nicht so einfach. Für dein Gegenüber kommt die Karte Bilanz. Geben und Nehmen sind im Ausgleich. Also er muss etwas ins Gleichgewicht bringen. Es geht nicht mehr so. Also falls du immer diejenige warst, der immer investiert hat und gegeben hat, dann ist jetzt diesmal an ihn an der Reihe. Ja. Und hier kommen nochmal zwei Karten. Für dich, Romantik, öffne deine Sinne für das Fantastische, dass du halt dich da für die Romantik öffnest. Auch heute bei der Energieübertragung, dass du dein Herz auch ein Stück weit auch dafür öffnest. Ja? Und Ursprung, die Basis für deine Beziehungen wurde bereits in deine Familie gelegt. Weil alles, was jetzt momentan verläuft, auch ob das mit deinem Wunschpartner, Seelenpartner, deinen eigenen Partner ist, hast du mit in erster Linie auch mit deinen Gedanken angezogen, mit deiner Schwingung, weil wir ziehen immer das an, unser Partner ist immer ein Spiegel von uns, der spiegelt das, was bei uns noch anzuschauen ist, der spiegelt dir bestimmte Themen und natürlich auch wurde das in deine Familie gelegt, hast bestimmte Themen hier auch von deinen Eltern, eventuell Großeltern, von deinen Ahnen übernommen und dass du das anschaust, deine eigenen Werte erkennst, das sagt dir auch diese Karte. So, meine Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich komme jetzt zu Ende. Wenn das der Fall war, freue ich mich natürlich über ein Like und freue ich mich auch umso mehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke einfach auf den Button rechts unter dem Video abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es etwas Neues von Kanal Reka gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste. Am Freitag, also morgen am 9.8. um 21 Uhr gibt es auch einen Livestream, eine Stunde ziehe ich dir die Karten. Wenn du gerne dabei sein möchtest, freue ich mich auf dich. Ich sage bis dahin, Namaste, deine Valeria.